Mood Piece. Ja, mal lange nicht gesehen hier, den Hintergrund. Wir sind mal wieder nach langer Zeit bei Captain Tsubasa drinne. Und zwar gab es nämlich, ich weiß es nicht, gestern gab es nämlich ein Update für Captain Tsubasa. Und da ist jetzt der CC-Shop, den wir ja mit dem letzten Update, das ist ja schon ein bisschen her, da haben wir ja den CC-Shop bekommen, der aber noch nicht eröffnet war. Jetzt ist er es, jetzt können wir reingehen in den CC-Shop. So, ja, da sind wir ja hier, erst hatten wir ja nur den SP-Shop, dann wurde ja der CC-Shop hinzugefügt, war aber nicht offen. Ja, so, jetzt können wir reingehen und jetzt gucken wir uns den jetzt auch mal an, auf ganz entspannt. So, da haben wir einmal hier die zwei Fenster im CC-Shop. Da haben wir hier einmal den Teile-Shop und im einmal hier das Playstore-Fenster. Hm? Im Playstore-Dingens, da können wir jetzt die, sag mal schnell, die Captain-Coins, ja, die man ja sonst im Archiv da mit Aufgaben oder ich weiß gar nicht mehr genau, die man sich halt verdienen musste, sage ich mal, die Captain-Coins, die kann man sich jetzt im Store kaufen. Ja, müsst ihr mal reingucken, sind so ein paar drinne. Hm. Genau, aber jetzt geht's hier rum, auch um den Teile-Shop. Da gucken wir da mal rein. So, was haben wir? Ach, hier kann man jetzt sich noch Kleidung kaufen, oder was? Ei. Cool. Was haben wir denn hier? Frisuren haben wir hier im Angebot. Okay, was haben wir hier? Brille? Ja, klar, komm, wir gehen mit Sonnenbrille auf Platz. Ei. Genau, genau. Okay. Ja, auch gar nicht viel im Angebot, sehe ich. Ah, okay. 11 Stück an der Zahl. Okay. Ach, klar, gehst du mit Brille auf Dings, Junge, auf den Bolzer. Gib ihm, Junge. Gib ihm aber richtig. Was haben wir hier noch? Schuhe. Ja, hier steht ausverkauft. Ja, weil ich die schon habe. Genauso wie die. Aber war das nicht mal... Nee, im SP-Shop... Nee, im SP-Shop waren ja die... Für Charaktere, ne? Diese, Freundeskarten und so ein Krempel, ah? Trainingsausrüstung oder was. Und jetzt haben wir hier Trikots. Jetzt haben wir quasi nochmal so kleine Charakteranpassungen, die wir hier uns vornehmen können. Ja, Digga, was 40 Hosen, weil ich mir die jetzt auch angucke, Bruder. Und was haben wir noch? Socken. Ah, ja. Okay. Ja, ein paar coole dabei, ja. Was haben wir noch? Wappen? Ach was, können wir uns jetzt Wappen machen oder was? Teile um... Was? Teile um die Basis eines Dream Team Wappens zu ändern. Teile um Accessoires deines Dream Teams Wappen zu ändern. Seite. What the heck, Junge? Wir sind aber auch ein paar coole mit bei, ja? Und die Schwerter vorne? Ja, komm. 86 sind es an der Zahl. Das ist... Wow. Aber da sind schon hier vorne, wo wir gerade waren. Hier diese Schwerter und sowas. Und ja, ein paar coole dabei. Hier sind nur ein paar... Okay, so ein paar... Ach, gucke mal. Eieiei, hier sind aber schon ein paar coole Sachen dabei, ja? Ja, das ist ja cool. Das ist cool. Was haben wir noch? Ach, hier, ach, wir können uns die jetzt sogar kaufen. Einzeln, richtig. Das ging ja vorher auch nicht. Ja, das ist geil.
Das ist cool. Was haben wir hier noch? Online-Versus-Gegenstände. Erhöht die Steigerung der Online-Stufenanzeige nach einer Partie für 3 Partien. Nur Online-Versus. What? Okay. Das ist ja ganz cool. Es ist aber nur 2 Stück, ne? Es ist hier nur die Stufenanzeige und Spielpunkte, ne? Irgendwie. Drei Partien. Zählt doch immer 3 Partien. Da steht doch immer dasselbe, ne? Ich weiß, okay, ob das gewollt ist. Man weiß nicht, man weiß nicht. Vor allem, weil ich hier. Ach, man kann die immer. Echt, Digga, das ist mir irgendwie noch. Okay. Was haben wir noch? Ach, und jetzt sind wir schon wieder bei Frisuren. Ja, gut. Das ist jetzt halt der CC-Shop. Da können wir unseren Charakter und Wappen. Trainingsausrüstung können wir jetzt hier uns alles ergattern. Na, ich habe jetzt nicht viel auf the bank. 430 Captain Coins habe ich. Aber wie gesagt, die Captain Coins könnt ihr euch jetzt auch im Store kaufen. Das ist dann dieses Fenster hier. Ja, da kann man sich Captain Coins kaufen. Ich glaube, das geht von 200 bis 5600 irgendwie. Gibt es da mehrere. Nennen wir es mal Angebote, was man sich da kaufen kann. Ne, ja, das ist halt der CC-Shop, ne? Da gibt es nicht viel zu sagen, ne? Ich meine, den SP-Shop, den kennen wir ja schon. Den haben wir uns ja mal angeguckt. Jetzt haben wir hier der CC-Shop, der ist jetzt endlich eröffnet. ja, ich meine, den SP-Shop, den kennen wir ja, ne? Da war ja nicht viel. Konnte man sich halt Kartenpakete, Charaktere und Gegenstände. Ja, da haben wir uns ja mal angeguckt schon mal. Ne? Das ist zwar schon ein bisschen her, ne? Aber jetzt haben wir auch den CC-Shop mit für Captain Coins. Ne? Aber man kann auch Charakteranpassungen vornehmen. Ach so, und mir ist mal aufgefallen. Wir sind hier ja noch gar nicht fertig, ne? Neuer Held, ne? Wir müssen ja gegen Deutschland das Finale. Da haben wir ja nur die erste Hälfte quasi mit dem Spiel gesehen. Aber die zweite Hälfte, sag ich mal, also das Ende von der Story, sag ich mal, also von der Liga. Von dieser World Young irgendwas Challenge fehlt uns ja noch das Ende. Quasi ist mir aufgefallen mal irgendwie so, ne? Digga. Komplett lost. Ich dachte, wir wären hier schon durch. Ne? Und ich zeige euch jetzt mal eben so den CC-Shop, der jetzt endlich nach langer Zeit mal eröffnet hat. Naja, gut, da ist mir heute aufgefallen, dass uns das Ende noch fehlt, ne? Das heißt, ich werde mich daran machen. Die Tage, das Ende, dann, dass wir da jetzt auch mal fertig werden. Obwohl ich weiß ja nicht, ob es nach dieser World Young Challenges, ob es danach noch weitergeht. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ne? Aber von diesen Challenges fehlt uns ja jetzt noch das Ende. Da haben wir das Finale gegen Deutschland. Da haben wir ja nur die erste Hälfte bis jetzt gesehen und das Spiel, Alter, was ich hardcore verkackt habe. Da fehlt uns ja quasi noch die zweite, also quasi das Ende vom Finale halt, ne? Von der Liga, von den Challenges, das Ende fehlt uns ja noch. Das werde ich auf jeden Fall noch machen, dass wir hier mal fertig werden, so langsam. Ne? Und, ja, dann war's das an der Stelle. Ne? Wie gesagt, ich mache mich ran, ne? Dass wir die Tage dann hier auch mal fertig werden. Ja, außer es geht jetzt nach den Challenges weiter, ne? Dann haben wir hier natürlich noch ein bisschen was zu tun. Gut, ne? Wie gesagt, ich mache mich ran die Tage. Mal gucken, weiß ich nicht. Vielleicht schaffe ich es nächste Woche. Wir schauen mal. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal an der Stelle für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Wiederschauen und
Reingabe.